Wir verstehen unsere eigenen Nachbarn nicht mehr. Zehntausende Deutschtürken gehen für einen Mann auf die Straße, der bei uns als Despot gilt. Wer ist dieser Mann? Was fasziniert Millionen Türken an ihm und seiner Partei der AKP? Für alle in der AKP und für alle unsere Wähler ist Recep Tayyip Erdogan ein Vorbild. Er ist sehr groß gewachsen, der Erdogan, und er kann auch mal auf den Tisch schlagen. Und das gefällt den Menschen. Zwei Drittel aller Türken sagen, dieser Mann ist gut für uns. So groß war die Zustimmung noch nie. Erdogan ist ein Wirtschaftsmann. Er ist sehr schnell und sehr fleißig. Für mich ist Erdogan tatsächlich einer der spannendsten Politiker der Gegenwartsgeschichte. Ich wünsche den Deutschen auch einen Erdogan hier, damit die, sag ich mal, Deutschland aus der Krise hier raushelfen. Wir wollen diesen Mann aus der Sicht der Türken betrachten. Wir wollen Weggefährten, Anhänger und Bewunderer zu Wort kommen lassen, aber auch seine Gegner. Wir wollen verstehen, was diesen Mann so mächtig macht. In der Türkei wurde ein Putsch vereitelt und in Köln versammeln sich Zehntausende Deutschtürken. Auch Ramazan Baykan ist dabei. Familienvater, Fliesenleger, Schalke-Fan. Seit seinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Und doch ist Erdogan für ihn sein Präsident. Wiedersehen im Stammcafé in Gelsenkirchen. Ramazan Baykan und seine Freunde haben lange überlegt, ob sie sich mit uns treffen. In ihren Augen verdreht die deutsche Presse jede Aussage, um schlecht über Erdogan und die Türkei zu berichten. Mit Erdogan geht dieses Land aufwärts, sei es im Kulturbereich, wirtschaftlich. Mit Erdogan läuft alles gut, alles super. Die Deutschen, das sage ich immer wieder, die tun sich keinen Gefallen, langfristig. Mit den Türken sich so dermaßen zu zanken, hier, dass sie den Erdogan immer wieder in die Teufelsecke drängen. Mit gehobenen Hauptes kann ich jetzt sagen, ich bin türkischer Staatsbürger. Also, weil mich jetzt auch ein Land vertreten tut, die wirklich mächtig ist, der man kann polarisieren. Mittlerweile ist er zum absoluten Superstar geworden. Erdogan in Deutschland. Video von einer seiner Wahlkampftouren. Ein Politiker, der Stadien füllt. Was macht dieser Mann, um die Massen zu begeistern? Diese Frage haben wir uns schon lange gestellt und sind deshalb in die Türkei gereist. Von einem möglichen Putsch ahnte damals noch niemand etwas. Wir wollten Çiğdem Akyol treffen. Sie hat die erste deutschsprachige Biografie über Erdogan geschrieben. Geboren wurde Çiğdem Akyol als Kind von Gastarbeitern im Ruhrgebiet. Um Erdogan zu verstehen, muss man ihn mal live erlebt haben, weil man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da für eine angeheizte Stimmung ist bei Erdogan-Reden. Und er wird angekündigt wie ein Sultan, er wird angekündigt wie ein Heilsbringer. Menschen, die vergessen sich ja teilweise, wenn er die Bühne betritt, dass diese Frauen, die im Publikum sitzen oder stehen, sich von diesem Charismatiker so angesprochen fühlen. Das hat auch teilweise eine sexuelle Komponente. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Männer wie Erdogan waren halt über Jahrzehnte hinweg überhaupt nicht vorgesehen in der Türkei. Dass mal jemand aus solch einer Unterschicht, jemand aus einem Viertel, wo es keine gepflasterten Straßen gab, dass so jemand mal Staatspräsident werden würde, das war ganz lange Zeit undenkbar. Und dies ist das Istanbuler Viertel, aus dem Erdogan stammt. Kasımpaşa. Mehrere Jahre hat Çiğdem Akyol für ihre Erdogan-Biografie recherchiert. Und hier hat alles begonnen. Hier wuchs Erdogan auf. Ein Junge von der Straße, ein Kämpfer, der nach oben will. Das ist sein alter Fußballclub. Er ist ein früher Sportsfreund von Erdogan. Er redet nur mit uns, weil Çiğdem Akyol ihn überzeugt hat. Aber bitte auf keinen Fall über Politik.
Er war unser Kapitän und mochte keine Kriecher. Er wollte Erfolg und dass wir uns auf das Spiel konzentrieren. Wenn wir ein Tor kassierten, dann wurde er wütend. Er schrie uns dann an. Er war ehrgeizig. Das ist er. Ganz rechts in der untersten Reihe. Erdogan hätte es vielleicht sogar zum Profispieler bringen können. Unser verehrter Kapitän hat an dem Tag gesagt, ich will den Freistoß schießen. Wir haben uns gewundert. Ein Schuss aus 35 bis 40 Meter Entfernung, aufs Tor. Einige haben gelacht. Aber er hat den Ball reingeschossen. Der Torwart konnte nur schwer den Ball aus dem Netz fischen. Wir haben durch ihn 2-1 gewonnen. Würde er sehen, wie verstaubt die Pokale sind, würde er sagen, warum habt ihr die nicht sauber gemacht? So einer ist er. Die sind aus dem Jahr 1980, als Erdogan mit Erdogan Champion geworden ist. Das alte Fußballstadion ließ er sanieren. Heute heißt es Recep Tayyip Erdogan Stadion. Und auch Kasım Paşa ist längst nicht mehr das Schmuddelviertel von einst. Dank Erdogan. Ein Aufschwung unter Minaretten. Denn Erdogans Wähler sind religiös. Und seinen Anhängern zuliebe hat er die Religion in die Politik getragen. Frömmigkeit, Glaube, das war früher Privatsache. Seit Erdogan gehört der Islam zum Staatsprogramm. Dies ist Erdogans Grundschule. Heute ist sie eine religiöse Schule und der Koran nicht mehr Wahlfach, sondern Pflicht. Die Grundschule von Erdogan war früher eine ganz normale Grundschule und seit einigen Jahren ist es eine Imam-Hatib-Schule. Und das ist für viele Laizisten, Säkularisten in der Türkei ein Sinnbild für die Re-Islamisierung des Landes unter Erdogan, weil immer mehr normale Schulen in Imam-Hatib-Schulen umgewandelt werden und damit das laizistische Bildungssystem ausgehöhlt wird. Erdogan, Hüter und Beschützer des Islam. Das größte Symbol dieser neuen Politik? Eine Megamoschee. 107 Meter hohe Minarette. Rekord in der islamischen Welt. Und er arbeitet hier als Bauingenieur. Den Auftrag zu diesem Projekt gab Erdogan persönlich. Für eine Sache zu arbeiten, die unserem verehrten Staatsoberhaupt so sehr am Herzen liegt, ist natürlich eine große Ehre. In nur 3 Jahren Bauzeit wuchs die Moschee aus dem Boden. In ihrem Inneren sollen bald 50.000 Gläubige beten können. Erdogan ist ein Jugendfreund von mir. Er ist ein Mensch mit Visionen. Um sich herum hat er ein unglaublich fähiges Team. Mit vereintem Verstand wurden so in den letzten 15 Jahren gigantische Projekte umgesetzt. Viele Freunde konnten sich das damals gar nicht vorstellen, dass hier so ein Bauwerk entsteht. Und heute sagen alle nur, bravo Erdogan, bravo. Hier steuert er die neue U-Bahn, die unter dem Bosporus hindurchführt. Hier fliegt er zum größten Flughafen der Welt, der in Istanbul gebaut wird. Als erster fährt er über die neue Bosporusbrücke. Gigantisch sein neu erbauter 1000-Zimmer-Palast in Ankara. Für sie Statussymbole einer neuen Wirtschaftsmacht. Es ist natürlich auch dieser Neidfaktor, den er immer wieder auch benutzt, den er instrumentalisiert und sagt, das Ausland ist ja neidisch auf uns nicht. Sie können es nicht verkraften, dass wir jetzt so erfolgreich sind, womit wir bei dem Thema stolz wieder sind. Und das gefällt den Menschen. Da ist einer von uns, der hat uns den Stolz zurückgegeben. Türkische Wirtschaftsmacht in Deutschland. Wir treffen den Konzernchef Kemal Şahin. Ein Mann mit kurzem Draht zu Erdogan. Haben wir in Berlin mit Merkel, Erdogan und nochmal 1000 namhaften Unternehmen einen Kongress gemacht. Vor 3 Wochen habe ich ihm begegnet und ein bisschen so gesprochen, kurz Smalltalk. Wenn man so persönlich, privat mit ihm spricht, er ist auch umgänglich. Şahin gibt sich als Fan von Erdogans Wirtschaftspolitik.
Sein Mischkonzern macht in Touristik, Bau, Energiewirtschaft, vor allem aber in Mode. Was für ein Material ist das? Rund 12.000 Angestellte, etwa 1 Milliarde Jahresumsatz. Hier in Würselen ist nur der deutsche Firmensitz. Die Zentrale ist in Istanbul. Herr Şahin sagt, Erdoğan hat dem Land Stabilität gebracht. Erdoğan ist ein Wirtschaftsmann. Also er ist sehr schnell und sehr fleißig. Er möchte letztendlich die ganze Macht an sich reißen. Seit 14 Jahren haben wir auch keine starke Opposition, das muss man auch sagen. Das türkische Parlament ist fest in der Hand von Erdoğans AKP. Zur schwachen Opposition gehört die HDP. Ziya Pir ist HDP-Abgeordneter. Seine Partei steht politisch links und setzt sich für die Rechte der Kurden ein. Ziya Pir hat lange in Deutschland gelebt. Seinen Beruf als Unternehmer hat er aufgegeben, um Erdoğan politisch Paroli zu bieten. Wenn man sich die türkische Gesellschaft anguckt, das ist eine konservative Gesellschaft. Und die wählen Parteien, die in der Mitte bzw. rechts von der Mitte sind. Und da gibt es zu Erdoğan keine Alternative zu AKP. In seiner ersten Ära hat er sehr viel Infrastrukturarbeit in der Türkei gemacht. Was jetzt in seiner zweiten Ära, also ab 2010, 2011, vor allem junge Menschen in der Türkei haben möchten, ist mehr abstrakte Sachen, also Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Die wollen sich kleiden, wie sie möchten. Und das sind alles Werte, die Mehrheit der Gesellschaft, die seine Wähler eben überhaupt nicht interessiert. Die verstehen das auch gar nicht. Mai 2013. Aufstand gegen die Politik Erdoğans. Die Jugend rebelliert im Gezi-Park. Der Staat antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Erdoğan fühlt sich ja auch wie der Vater aller Türken. Er fordert ja immer wieder von der türkischen Frau, mindestens 3 Kinder zu bekommen. Er fordert ja, dass man enthaltsam lebt, also keinen Alkohol konsumiert. Und sie wollten sich nicht mehr erziehen lassen. Die Proteste weiten sich auf das ganze Land aus. Es gibt mindestens 5 Tote, tausende Verletzte. Rund 5.000 Menschen sollen festgenommen worden sein. Die Gezi-Proteste sind tot. Was wir danach erlebt haben, ist, dass jegliche Form von Kritik schon im Keim erstickt wird. Can Dündar gehört zu den wenigen, die noch Kritik gegen Erdoğan wagen. Und jetzt ist er bei uns, Can Dündar, Chefredakteur des... Der Chefredakteur der Cumhuriyet hat über türkische Waffenlieferungen nach Syrien berichtet. Daraufhin wurde er wegen Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen zu knapp 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Er legte Berufung ein und kam zunächst auf freien Fuß. Wer gegen Erdoğan berichtet, der wird verklagt. Und wer freikommt, der ist seinen Anhängern ausgeliefert. Wir verließen gerade das Gerichtsgebäude, um auf die Entscheidung des Gerichts zu warten. Plötzlich sah ich einen Mann, der auf mich zukam. Er zielte mit einer Pistole auf mich, er war schon ganz nah. Very close to me. He was trying to. Er versuchte noch einmal, mich zu erschießen, aber andere Männer mit Pistolen kamen und ich wusste zunächst nicht, wollen die mir helfen oder mich auch erschießen. Wenn du in den Lauf einer Pistole geblickt hast, können 2 Dinge geschehen. Erstens, du hast ab jetzt Angst vor allem. You're afraid of everything. Zweitens, du hast von nichts mehr Angst. So, the second option. Die zweite Option trifft auf mich zu. Ich habe von nichts mehr Angst. I'm afraid of nothing. Erdoğan ist wichtig geworden, auch für die deutsche Kanzlerin. Er hält Millionen Flüchtlinge von Europa fern. Laut Flüchtlingspakt gibt es dafür Geld und eventuell bald auch Visafreiheit für Türken bei Reisen in die EU. Wir erleben hier europäische Politiker, die ständig hier hinkommen und nichts über die ganzen Fehlentwicklungen, die demokratischen Fehlentwicklungen in der Türkei sagen. Das ist ein Trauerspiel. Can Dündar trifft Cem Özdemir. Den Grünen-Chef und andere Bundestagsabgeordnete hat Erdoğan öffentlich beschimpft. Ihr Blut sei nicht mehr türkisch, denn ihre Interessen seien nicht die Interessen der Türkei.
Daraufhin hat Özdemir Morddrohungen erhalten. Trotz Erdogans Hetze verhandeln die Deutschen weiter mit ihm über den Flüchtlingspakt. Was zurzeit passiert, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, wir überzeugen diejenigen, die längst gegen Erdogan eingestellt sind. Aber seine Anhänger, die erreichen wir gar nicht. Ich habe keine Idee, wie wir das ändern können. Deshalb bin ich hierher gekommen. Ich will den deutschen Parlamentariern sagen, mit was für einem Typen sie gerade verhandeln. Ihr unterstützt ihn. Mit ihm kann man keinen Deal machen. Ich bin sicher, das wird nicht funktionieren. Es ist ein schmutziger Handel. Eine Viertelstunde, dann geht es weiter. Das Gespräch hinterlässt eine gewisse Ratlosigkeit. Welche Mittel haben deutsche Oppositionspolitiker gegen Erdogan? Dündar hat noch weitere Termine. Auch im Kanzleramt und im Außenministerium. Doch da dürfen wir nicht mit rein. Im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestags treffen wir ihn wieder. Dass die Europäische Union und auch Deutschland sich sehr still verhalten, wenn Erdogan gerade seine Macht austestet, ist ein großer Fehler. Man muss den Spieß irgendwann herumdrehen und sagen, lieber Herr Erdogan, es gibt kein Visum in die Europäische Union, wenn Sie sich so verhalten, wie Sie sich verhalten. Das Visum sollten die türkischen Staatsbürger bekommen. Wenn Sie so Erdogan bestrafen wollen, dann bestrafen Sie zugleich das türkische Volk. Das ist die Gefahr. Dündar fordert, Visafreiheit für die Türken in die EU, ja. Aber keine Verhandlungen über Flüchtlinge mit Erdogan. Am Abend aber muss er in einer türkischen Zeitung das Gegenteil lesen. Dündar wolle in Deutschland die Visafreiheit für Türken verhindern. Das ist glatt gelogen. Es arbeiten dort Leute, die direkt vom Regierungspalast beschäftigt werden. Die sind abhängig und verbreiten andauernd Lügen und gefährden dadurch die Leute. Wenn sie versuchen, dagegen anzukämpfen, würden sie ihre ganze Energie darauf verschwenden. Ich ignoriere das einfach. So komme ich damit zurecht. Wir wollen Can Dündar in Istanbul wieder treffen. Aber es ist fraglich, ob das gelingt. Es kann sein, dass er direkt bei der Einreise in die Türkei wieder festgenommen wird. Wirtschaftstagung. Aufs Podium klettert der Unternehmer Kemal Şahin. Er wird gleich sprechen über die Chancen und Risiken von Einwanderung und über die Situation in der Türkei. Es geht dabei auch um den Flüchtlingspakt, Erdogan und die Position der EU. Ich bin äußerst kritisch gegenüber Erdogan. Ich glaube nicht, dass die Türkei aus vielerlei Gründen im überschaubaren Zeitraum das in die Europäische Union machen wird. Aber die Türkei hat in den letzten 4 Jahren mehr für syrische Flüchtlinge getan als wir in Deutschland. In der Türkei ist die Wirtschaft unerwartet in dem ersten Quartal 4,8% angestiegen. Niemand hat erwartet, ich auch nicht. Und man hat die Gründe gesucht. Wir nehmen an, die Flüchtlinge verbrauchen auch viel, die kaufen auch viel, die bringen Geld, die arbeiten auch schwarz irgendwo. Und wir vermuten, dieses Wachstum kommt zum Teil von Innennachfrage, obwohl kein Grund ist dafür. Kemal Şahin blickt auf den Flüchtlingsdeal aus Unternehmersicht. Wenn Flüchtlinge in der Türkei bleiben, dann hat er sie dort als Arbeitskräfte und Konsumenten. Und wenn die Türken im Gegenzug die Visafreiheit bekämen, dann hätten ja irgendwie alle gewonnen. Ein guter Deal also mit Erdogan. Wenn die Türkei Visumfreiheit bekommt, Deutschland wird davon profitieren. Deutschland bekommt mehr Touristen und vor allem mehr Geschäftstätigkeiten mit türkischen Unternehmen. Beides ist ein Gewinn für Deutschland. Morgen früh will Kemal Şahin weiter nach Istanbul fliegen. Am Atatürk-Flughafen in Istanbul haben sich wenige Tage zuvor 3 Männer in die Luft gesprengt. Es ist bereits der 15. Terroranschlag, der in diesem Jahr die Türkei erschüttert. Noch ist nicht klar, wer hinter dem Anschlag steckt. 42 Tote ist nicht wenig und natürlich viele Verletzte. Das ist sehr traurig. Also deswegen habe ich meine Reise nicht abgeschoben. Ich gehe nach meinen Geschäften. Ich glaube, das wäre keine die beste Antwort an Terroristen, dass wir weitermachen, trotz dieser Terror. Der Terror ist zum Alltag geworden in der Türkei.
Antiterrorgesetze werden von Erdogan genutzt, um auch missliebige Politiker, Journalisten und Gegner vor Gericht zu bringen. In einer Seitengasse von Istanbul protestiert dieses kleine Häuflein Kurden für die Pressefreiheit. Sie protestieren vor einer kurdischen Zeitung. Die berichtet regelmäßig aus den Kurdengebieten. Die Regierung Erdogan unterstellt der Zeitung deshalb Nähe zur militanten PKK. Das Antiterrorgesetz Erdogans macht aus Schreibern Verbrecher, klagt der Chefredakteur. Dabei arbeiten wir als Journalisten. Trotzdem müssen wir immer mit diesem Stempel des Terroristen leben. Weil wir über den Staatsterror berichten, sind wir dem Druck ausgesetzt. Das ist die Lage. Erdogan in Diyarbakir. Damals erklärt er als erster Präsident offen, es gibt ein Problem zwischen der kurdischen Minderheit und den Türken. Und er wolle es lösen. Ein Friedensprozess begann. Aber Erdogan brach den vor einem Jahr wieder ab. Die Stadt Diyarbakir vor wenigen Monaten. Auf der Suche nach PKK-Kämpfern zerstört die türkische Armee Teile der Altstadt. Der Friedhof von Diyarbakir heute. Die Stadt gehört seit einem Jahr zum Wahlkreis des HDP-Abgeordneten Ziya Pir. Er sagt, diese Gräber sind das Resultat der Kurdenpolitik Erdogans. Als ich letztes Jahr hier ankam, war der Friedhof von dort bis hierhin voll. Und danach ging es hier weiter, bis nach vorne. Und wir haben weiter hinten noch mal so viel. Also ich habe damals, ich glaube, bei 100 aufgehört zu zählen, danach nicht mehr gezählt. Das Leben hier ist für keinen mehr sicher. Anschläge auf türkische Sicherheitskräfte, Schüsse auf Zivilisten. Normalerweise, ich habe einen Leibwächter und dann noch zwei, drei Leute, die mit mir durch die Stadt laufen. Da knallt es gerade. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches hier. Und dann muss ich auch selber eine Waffe tragen. Ja, ich hoffe, dass ich nie in die Verlegenheit kommen muss, da mal hingreifen zu müssen. Die Altstadt von Diyarbakir, Sur, ist seit den Kämpfen hermetisch abgeriegelt. Eine offizielle Begründung dafür gibt es nicht. Ja, das ist ein Kontrollpunkt, da kommen wir nicht mehr weiter. Wir verstecken die Kamera und bauen auf die Autorität des Abgeordneten. Der Schäkele, junge Polizisten, die da hingestellt haben, die gar nicht wissen, was hier los ist, die müssen halt da stehen und so den Leuten sagen, hier kommst du nicht mehr durch. Eine Frau mit Kind hat sich uns angeschlossen. Sie hofft erstmals, einen Blick auf ihr altes Zuhause werfen zu können. Ist das ihr Fernseher, der da oben steht? Nein, das ist kein Fernseher, das ist ein Schminktisch. Den Fernseher haben sie geklaut. Das ist ein Spiegel und ein Tisch drunter. Schminktisch, meint sie. Ich wünschte, das alles hätte nie stattgefunden. Dann wären wir heute nicht in dieser Lage. Die Zerstörung der Häuser ist das eine. Die können verbrannt werden. Aber hier haben Grausamkeiten stattgefunden. Ihr Kind will sein Spielzeug wieder haben. Das läge noch im Haus. Ich will dadurch mein Spielzeug holen. Wenn die Polizisten nicht reinlassen, dann werde ich die schlagen, die Polizisten. Das ist für ein dreijähriges Kind, okay, braucht man vielleicht nicht ernst nehmen. Aber es gibt auch Kinder, die eben größer sind, 5, 6, 7, 12, 15 Jahre alt sind. Wenn die sowas sagen, dann ist es schon gefährlich. Vielleicht war ihnen das gar nicht bewusst, dass sie hunderttausende neue Feinde sich erschaffen haben hier. Und diese Leute sind sauer auf den Erdogan und sauer auch auf den Staat, leider. Das ist die Situation. Wir verlassen Sur, die Altstadt, und gehen zum Gefängnis von Diyarbakir. Dort sitzen seit Mai geschätzt 100 Frauen ein, dank Erdogans Antiterrorgesetzen unter PKK-Generalverdacht. Alle, die aus Sur rauskamen,
gegen Ende, die hat man alle verdächtigt und einfach einkassiert. Dieses Mädchen kam mit der Mutter aus Sur raus, als Zivilisten. Das Mädchen musste mit der Mutter zusammen ins Gefängnis, die ist auch im Gefängnis. Jetzt hat man die rausgenommen für 2 Tage, um sie dem Vater zu zeigen, weil der Vater sitzt auch in einem Gefängnis hier in Diyarbakır, in einem anderen. Wo ist deine Mama? Die sitzt jetzt ohne Verurteilung hier drin und wartet auf die erste Gerichtsverhandlung. Wahrscheinlich wird sie da freikommen, aber es dauert Monate bis zum halben Jahr, bis die Leute überhaupt dem Richter vorgeführt werden. Erdogans sogenannte Antiterrorpolitik sät den Hass für die nächste Generation. Eine der letzten großen kritischen Zeitungen in der Türkei, die Cumhuriyet. Ihr Chefredakteur Can Dündar ist zurück. Er ist nicht verhaftet worden. Aber er hat einen Entschluss gefasst. Dies wird die letzte Redaktionssitzung sein, die er leitet. Die meisten Kollegen wissen es noch nicht. Er wird die Zeitung verlassen. Er wird die Türkei verlassen. Zunächst einmal. Das schreibt er jetzt seinen Mitarbeitern in einer E-Mail. Too much stress and too much turmoil in the paper. Zu viel Stress und zu viel Chaos in der Zeitung. Ich meine, im vergangenen Jahr, es war schrecklich für mich. Die Gefährdung, Anklagen, Gefängnis. Threats, accusations, jail. Es ist Zeit für eine Pause, um zur Ruhe zu kommen. For a break and have some rest. Am nächsten Morgen. Fahrt zum Flughafen. Can Dündar haut ab. Schreibt bereits die Erdogan-nahe Presse. Wenn ich fliehen würde, das würde denen gefallen. Ich will ihnen diese Freude nicht machen. So leicht wird es nicht, mich loszuwerden. Ich werde wiederkommen und weiterkämpfen. Dündar ist der prominenteste Kämpfer für die Pressefreiheit. Und jetzt verlässt er das Land. Presse gibt es eine Menge in der Türkei. Erdogan gibt auch ständig Interviews. Vor allem denen, die passend berichten. Große Mischunternehmen, die zum Beispiel mit Versicherungen handeln, die zum Beispiel mit Gas handeln, kaufen sich Medienhäuser, kaufen sich Verlage, kaufen sich TV-Sender, berichten freundlich über Erdogan und hoffen, dass sie so Staatsaufträge bekommen. Und deswegen kann man hier von einer freien Presse schon lange nicht mehr sprechen. Rize ist die Heimat von Erdogans Eltern. Hier gibt es ein Erdogan-Fußballstadion, Erdogan-Krankenhaus und Erdogan-Sommerresidenz. Hätten wir alles gerne gedreht. Aber an der Krankenstation, die nach seiner Mutter Tensile Erdogan benannt ist, stoppt uns eine Polizeistreife. Drehverbot. Für ganz Rize. In der AKP-Zentrale von Rize haben sie das dann wieder gerade gebogen. Wir haben eine Verabredung mit ihm, dem Ortsvorsitzenden der AKP. Wir fragen ihn nach der Pressefreiheit in Erdogans Türkei. Im Hintergrund wird protestiert, was diese Frage denn solle. Das ist doch nicht das Thema. Wenn ein Beamter einen Fehler gemacht hat, kann man dies doch nicht als Beweis für eine diktatorische Haltung unseres Staatspräsidenten, der ein großes Land vertritt, interpretieren.
Das ist doch Quatsch. Durch Recep Tayyip Erdogan wurden wir zum ersten Mal Zeuge, dass die Macht des Volkes für das Volk eingesetzt wurde. Denn Erdogan ist ein Mann aus dem Volk, einer von uns. Bei jeder Wahl hat er durch noch mehr Stimmen einen Sieg nach dem anderen verbuchen können. Unsere deutschen Freunde haben leider diesen Erfolg nicht wertgeschätzt. Aber wenn es um Kritik geht, sind unsere deutschen Freunde schnell davon überzeugt. Das macht uns sehr traurig. Im selben Gebäude sitzt auch ein Fernsehsender. Natürlich kennen hier alle Erdogan persönlich. Er kommt häufig nach Riese. Ob sie auch schon einmal etwas Negatives über Erdogan zu berichten hätten? Nein, wenn er hierher in seinen Heimatort kommt, da berichten wir nicht negativ über ihn. Er ist hier sehr beliebt. So etwas ist noch nicht vorgekommen. Mit dem Fernsehmann an unserer Seite dürfen wir drehen, auch draußen. Er wird uns die Errungenschaften Erdogans in Riese zeigen. In Riese hat er zu seiner Zeit als Ministerpräsident vieles verändert. Er hat die Müllhalden beseitigen lassen, hat viele Projekte begonnen, wie zum Beispiel die Hotels, die hat er bauen lassen. Riese hat sich durch ihn allmählich in eine richtige Stadt verwandelt. %80 holt Erdogans AKP bei Wahlen in Riese. Der Fernsehmann sagt, jeder hier liebt ihn und er wird es uns beweisen. Ich bin stolz auf ihn. Auch als Mensch liebe ich ihn sehr. Als Staatsmann ist er wunderbar. Wir sind Gott sehr dankbar, dass es ihn gibt. Er ist immer in unseren Herzen. Überall sind seine Werke zu sehen. Seine Art zu führen liebe ich. Als Person liebe ich ihn, seinen Stil. Alles liebe ich an ihm. Ja, natürlich lieben wir ihn. Recep Tayyip Erdogans Mutter und meine Schwiegermutter haben früher gemeinsam Tee gepflückt. Allah hat der Türkei mit unserem verehrten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen Sechser im Lotto spendiert. Manche wissen es vielleicht nicht zu schätzen, aber alles wird immer besser. Gott möge von meinem Leben nehmen und meinem Staatspräsidenten ein langes Leben schenken. Die Recep Tayyip Erdogan Universität besuchen wir auch noch. Der Pressesprecher führt uns. Im Moment ist alles leer. Es sind Semesterferien. Hier sind wir in der Recep Tayyip Erdogan Universität im Kongresssaal des Kulturzentrums mit Platz für 550 Personen. Unsere Uni hat viele soziale Treffpunkte, damit unsere Studenten und das Personal sie nutzen können. Eine davon ist die Bowlinghalle. Ja, und dann gibt es die berühmte Meerestiersammlung. Hier werden neu entdeckte Fische gezeigt. Der hier heißt Emine, nach Erdogans Frau. Und das ist Recep. Meiner Ansicht nach ist es ein schönes Gefühl, den Namen eines Menschen, der die Türkei führt, auf diese Art zu würdigen. Es ist auch schön, dass dies von der geehrten Person anerkannt wird. Am späten Nachmittag sollen wir noch einmal in die Parteizentrale. Ein Abgeordneter aus Ankara ist eingetroffen, ein früher Mitbegründer der AKP, ein Mann der ersten Stunde. Und weil so einer hinter einen großen Schreibtisch gehört, wird für das Interview umdekoriert. Man wird nicht zum Führer, man wird als Führer geboren. Deshalb wissen wir alle, dass Recep Tayyip Erdogan ein von Geburt an charismatischer Mensch ist. Unserer politischen Arbeit liegt die Brüderlichkeit unserer 79 Millionen Bürger zugrunde. Das gilt insbesondere in der kurdischen Frage, weil die Europäer immer danach fragen. Ich will hier nochmals zum Ausdruck bringen, dass wir unter den 79 Millionen Menschen in der Türkei keine ethnische Gruppe über die andere stellen. Die HDP gilt als die Kurdenpartei. Hier in Diyarbakir holt sie die meisten Stimmen. Siyapir setzt sich für die Kurden ein, obwohl er selbst nicht mal Kurde ist.
Der HDP-Abgeordnete nimmt uns mit in ein Dorf, in dem türkische Soldaten vor wenigen Tagen Zivilisten misshandelt haben sollen. Ein Mann soll dabei zu Tode gekommen sein. Seit einem Jahr, wir haben nichts anderes gemacht, fast nichts anderes gemacht als unsere Zeit in Krankenhäusern, in Leichenschauhäusern, auf Friedhöfen und eben in diesen Dörfern verbracht. Auf der Suche nach PKK-Terroristen seien die Soldaten in dieses Dorf gekommen. Sie hätten Felder in Brand gesteckt, die Dorfbewohner zusammengetrieben und damit gedroht, alle mit Benzin zu übergießen. Überprüfen können wir das nicht. Durch Schläge der Soldaten sei ein Mann zu Tode gekommen. Das ist ein Bild des Toten. Heute soll für ihn eine Trauerfeier stattfinden. Hier hat eine Familie gelebt, in einem Zelt. Und das Feuer kam hier hoch, an das Zelt. Das Zelt hat gebrannt. Dann haben sie alle Dorfbewohner 4 Stunden lang festgehalten und gefoltert. Richtig geprügelt, gefoltert. Wir wissen nicht, was den Staatspräsidenten Erdogan dazu treibt, diesen Krieg weiterzumachen. Wir verstehen das nicht. Wir haben auch kein Verständnis dafür. Toten gedenken. Weil Siapir an solchen Veranstaltungen teilnimmt, wird ihm von der Erdogan-Regierung vorgeworfen, mit der PKK gemeinsame Sache zu machen. Komm mal rüber zu mir. Warst du an dem Tag hier? Ja, erst haben wir Schüsse gehört. Danach hörte ich Schreie. Sie misshandelten meine Schwester, sie schlugen meinen Bruder. Sie sind jetzt im Krankenhaus. Wie alt bist du? 14. Machst du hier Sommerferien auf dem Land? Ja, aber unsere Ferien sind jetzt ruiniert. Auf dem Rückweg nach Diyarbakır entdecken wir ein Feuer in den Bergen. Soldaten hätten die Felder beschossen. Von wo haben die Soldaten die Mörser abgeschossen? Von Lidje aus? Die machen das, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Nehmen so Waldbrände in Kauf. Und ja, das ist eben so. Das ist so. Wir akzeptieren das nicht. Aber wir können auch nichts dagegen tun. Der Chef ist da. Kemal Şahin beschäftigt in diesem Werk, rund 240 Kilometer von Istanbul entfernt, mehrere tausend Arbeiterinnen und Arbeiter. Genäht wird Kleidung für den europäischen Markt. Noch in diesem Jahr will er aufstocken und noch einmal mindestens 1000 Arbeiterinnen einstellen. Die Geschäfte laufen prima, dank Erdogan, sagt er. Und die Konflikte mit den Kurden und Europa? Ich glaube, die Regierung, inklusive unserer Staatspräsident Erdogan, will jetzt zuerst mal mit Nachbarländern gute Beziehungen aufbauen. Ich hoffe auch mit Europa. Und zweitens natürlich die innere Konflikte auch beseitigen. Also das haben sie jetzt ins Ziel gesetzt. Vor den Toren Istanbuls wohnt der Mann, von dem wir nicht wissen, ob er einfach nur die Augen verschließt vor der Realität oder wirklich an das Gute in Erdogan glaubt. Es ist ein Tag vor dem Putsch. Çiğdem Akyol war in der Putschnacht daheim, in Istanbul. Also das ist schon ohne Worte gewesen, was wir da erlebt haben in der Nacht. Militärputsch, damit hat wirklich niemand gerechnet in der Türkei. Und wir haben uns vor den Fernseher hingesetzt und mussten live miterleben, wie Sender gekapert wurden von den Putschisten.
Wir haben live miterlebt, wie auf einmal Erdogan zugeschaltet wurde, von wo auch immer. Wer Erdogan in dieser Nacht gesehen hat, hat ihm angesehen, dass er Angst hatte, dass er nicht wusste, was da gerade eigentlich um ihn herum geschieht. Der Putsch scheitert. Das Volk ist auf die Straßen gegangen, hat die Panzer gestoppt. Geschätzt 290 Menschen wurden bei diesen Kämpfen getötet. Aber ist dies ein Sieg der Demokratie? Es ist zu bejubeln, dass der Militärputsch verhindert werden konnte. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht zu bejubeln, der Ist-Zustand der Türkei. Und auch nicht die Entwicklung, die wir momentan erleben, denn die geht nur noch bergab. Schnell ist ein Schuldiger gefunden. Der im amerikanischen Exil lebende Prediger Gülen. Ein alter Weggefährte Erdogans. Ausnahmezustand, eine Verhaftungswelle rollt an. Tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Bald sind es nicht nur Militärs, die hinter Gitter kommen, sondern auch Juristen, Lehrer, Unternehmer und auch Journalisten. Jan Dündar treffen wir in einem Café, irgendwo in Deutschland. Wenn er jetzt zurückkehre, sei seine Verhaftung sicher, sagt er. Ich wurde von einem türkischen Gericht zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Über meine Revision wird jetzt die nächste Instanz entscheiden. Aber sie haben das Gericht verändert und die Richter ausgetauscht. Von den neuen Richtern erwartet er keinen fairen Prozess. Er wird deshalb vorerst nicht in die Türkei zurückkehren. Zu diesem Zeitpunkt feiern Zehntausende Deutsch-Türken in Köln den Sieg der Demokratie und ihren Staatspräsidenten. Und im Gelsenkirchener Café ärgern sie sich über die Deutschen, die immer alles nur mies machen im türkischen Heimatland. Ich vertraue den Deutschen nicht mehr, weil die mich anders anschauen jetzt. Ich kriege immer die Fragen von meinen Arbeitskollegen, Ramazan, was haben die Lehrer oder Anwälte mit dem Putsch zu tun? Dann sage ich, Leute, keine Ahnung. Aber jetzt ist meine andere Frage. Woher wisst ihr, dass sie damit nichts zu tun hatten? Immer wieder diese Erdogan-Frage zum Beispiel. Das ist der türkische Staatsminister. Habt doch Respekt, das Volk hat den doch gewählt. Jeden Tag Erdogan, Erdogan. Der ist auch vom Westen enttäuscht und trifft sich zuerst mit dem russischen Präsidenten Putin. Dabei ging es auch um die Wirtschaft. Den Unternehmer Kemal Şahin freut das. Dann kommen mehr russische Touristen in seine Ferienanlagen. Flüchtlingspakt, Europa, Rechtsstaat. Erdogan wird's richten. Wir werden in Zukunft gemeinsam unser Land aufbauen, eine moderne, westlich orientierte Demokratie aufbauen, Justiz verbessern und zusammenarbeiten, immer zusammenarbeiten. Ich glaube, es wird besser gehen in Zukunft. In der Türkei sterben mehr als 50 Menschen bei einem Anschlag auf eine kurdische Hochzeitsfeier. Vermutlich war es der IS. Unter den Toten sind auch Politiker der HDP. Die stecken laut Erdogan aber selbst unter einer Decke mit Terroristen. Siyapir, der HDP-Abgeordnete, ist zu diesem Zeitpunkt zu Besuch in Deutschland. Gleich geht es zurück ins Reich Erdogans. Er regiert das Land so, wie er es haben möchte. Wem das nicht passt, der kommt einfach ins Gefängnis oder muss ins Exil ins Ausland gehen. Das ist die Realität momentan in der Türkei. Es ist bittere Realität. Vielleicht steht er selbst schon auf einer der Verhaftungslisten. Immer mehr Menschen bringt Erdogan hinter Gitter. Immer mehr jubeln ihm aber auch zu. Für die einen ist er das Ende der Demokratie, für die anderen ein Heilsbringer. Erdogan. Ein Präsident spaltet sein Volk. Wir wollen diesen Mann aus der Sicht der Türken betrachten. Wir wollen Weggefährten, Anhänger und Bewunderer zu Wort kommen lassen, aber auch seine Gegner. Wir wollen verstehen, was diesen Mann so mächtig macht.
In der Türkei wurde ein Putsch vereitelt und in Köln versammeln sich Zehntausende Deutsch-Türken. Auch Ramazan Baykan ist dabei. Familienvater, Fliesenleger, Schalke-Fan. Seit seinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Und doch ist Erdogan für ihn sein Präsident. Wiedersehen im Stammcafé in Gelsenkirchen. Ramazan Baykan und seine Freunde haben lange überlegt, ob sie sich mit uns treffen. In ihren Augen verdreht die deutsche Presse jede Aussage, um schlecht über Erdogan und die Türkei zu berichten. Mit Erdogan geht dieses Land aufwärts, sei es im Kulturbereich, wirtschaftlich. Mit Erdogan läuft alles gut, alles super. Die Deutschen, das sage ich immer wieder, die tun sich keinen Gefallen, langfristig, mit den Türken sich so dermaßen zu zanken, hier, dass sie den Erdogan immer wieder in die Teufelsecke drängen. Mit gehobenen Hauptes kann ich jetzt sagen, ich bin türkischer Staatsbürger. Also, weil mich jetzt auch ein Land vertreten tut, die wirklich mächtig ist. Der Mann kann polarisieren. Mittlerweile ist er zum absoluten Superstar geworden. Erdogan in Deutschland. Video von einer seiner Wahlkampftouren. Ein Politiker, der Stadien füllt. Was macht dieser Mann, um die Massen zu begeistern? Diese Frage haben wir uns schon lange gestellt und sind deshalb in die Türkei gereist. Von einem möglichen Putsch ahnte damals noch niemand etwas. Wir wollten Çiğdem Akyol treffen. Sie hat die erste deutschsprachige Biografie über Erdogan geschrieben. Geboren wurde Çiğdem Akyol als Kind von Gastarbeitern im Ruhrgebiet. Um Erdogan zu verstehen, muss man ihn mal live erlebt haben, weil man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da für eine angeheizte Stimmung ist bei Erdogan-Reden. Und er wird angekündigt wie ein Sultan, er wird angekündigt wie ein Heilsbringer. Menschen, die vergessen sich ja teilweise, wenn er die Bühne betritt, dass diese Frauen, die im Publikum sitzen oder stehen, sich von diesem Charismatiker so angesprochen fühlen. Das hat auch teilweise eine sexuelle Komponente. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Männer wie Erdogan waren halt über Jahrzehnte hinweg überhaupt nicht vorgesehen in der Türkei. Dass mal jemand aus solch einer Unterschicht, jemand aus einem Viertel, wo es keine gepflasterten Straßen gab, dass so jemand mal Staatspräsident werden würde, das war ganz lange Zeit undenkbar. Und dies ist das Istanbuler Viertel, aus dem Erdogan stammt. Kasımpaşa. Mehrere Jahre hat Çiğdem Akyol für ihre Erdogan-Biografie recherchiert. Und hier hat alles begonnen. Hier wuchs Erdogan auf. Ein Junge von der Straße, ein Kämpfer, der nach oben will. Das ist sein alter Fußballclub. Er ist ein früher Sportsfreund von Erdogan. Wir verstehen unsere eigenen Nachbarn nicht mehr. Zehntausende Deutsch-Türken gehen für einen Mann auf die Straße, der bei uns als Despot gilt. Wer ist dieser Mann? Was fasziniert Millionen Türken an ihm und seiner Partei der AKP? Für alle in der AKP und für alle unsere Wähler ist Recep Tayyip Erdogan ein Vorbild. Er ist sehr groß gewachsen, der Erdogan, und er kann auch mal auf den Tisch schlagen. Und das gefällt den Menschen. Zwei Drittel aller Türken sagen, dieser Mann ist gut für uns. So groß war die Zustimmung noch nie. Erdogan ist ein Wirtschaftsmann. Er ist sehr schnell und sehr fleißig. Für mich ist Erdogan tatsächlich einer der spannendsten Politiker der Gegenwartsgeschichte. Ich wünsche den Deutschen auch einen Erdogan hier, damit die, sag ich mal, Deutschland aus der Krise hier raushelfen. Er redet nur mit uns, weil Çiğdem Akyol ihn überzeugt hat. Aber bitte auf keinen Fall über Politik. Er war unser Kapitän und mochte keine Kriecher. Er wollte Erfolg und dass wir uns auf das Spiel konzentrieren. Wenn wir ein Tor kassierten, dann wurde er wütend. Er schrie uns dann an. Er war ehrgeizig. Das ist er. Ganz rechts in der untersten Reihe. Er
Erdoğan hätte es vielleicht sogar zum Profispieler bringen können. Unser verehrter Kapitän hat an dem Tag gesagt, ich will den Freistoß schießen. Wir haben uns gewundert. Ein Schuss aus 35 bis 40 Meter Entfernung, aufs Tor. Einige haben gelacht. Aber er hat den Ball reingeschossen. Der Torwart konnte nur schwer den Ball aus dem Netz fischen. Wir haben durch ihn 2:1 gewonnen. Würde er sehen, wie verstaubt die Pokale sind, würde er sagen, warum habt ihr die nicht sauber gemacht? So einer ist er.